So, ich fahre heute zu einem YouTuber, zu einem ziemlich erfolgreichen YouTuber. Muss ich mal schnell meinen Reifen anschauen, irgendwas stimmt nicht. Auto macht komische Geräusche, aber ich sehe nichts. Ich glaube, das war nur der Reißverschluss, der hier an der Tür geschrubbt hat. Heute fahre ich zu einem bekannten YouTuber. Der hat nicht allzu viel mit Garten zu tun, aber er hat ein Hochbeet und das weiß er zu schätzen und hat es lieben gelernt. Er hat Kräuter reingepflanzt und Chili und Tomaten. Ich glaube sogar eine Aubergine. Das schauen wir uns jetzt mal an. Er macht heute ein Festle, da bin ich eingeladen mit anderen YouTubern. Ich bin gespannt. Vielleicht seid ihr es auch und habt Bock mitzukommen. Ich fahre jetzt gar nicht so weit weg, 41 Minuten dorthin. So lange werde ich jetzt aber nicht labern, sondern flotti rigotti. Ich zeige euch ein bisschen die Fahrt. Viel Spaß und bleibt dran. Servus. Hallo, grüß dich. Ich gucke sie. Ich gucke sie. Ah, das freut mich. Ja, natürlich. Und da haben wir den Frank. Nur YouTuber, sorry, deine Freundin spielt gerade überhaupt. Frank, grüß dich. YouTube-Kanal? Ja, Grey Element. Grey Element. Grey Element. Grey Element. Grey Element. Basteln auch. Ja, viel mit Beton, Epoxidharz, Holz. Okay. Ja, genau, das ist noch ein Thema. Guter Mann. Martin, servus. Grüß dich. Und YouTube-Kanal heißt? Kleinholz. Kleinholz? Ja. Cool. Das macht er aus jedem, der ihn nicht schaut. Weil genau. Nichts funktioniert. So sieht er aus, ja. Bisher musste ich noch nicht so viel kaputt machen. Und ich kriege auch noch gut die Mülltüten um die Absauganlage drum. Ja, noch, ja, warte mal ab. Ja, noch gar nicht erzählt. Wir sind dann mal wieder beim Truppe, bei Michael. Bei schönstem Wetter. Ja, das stimmt nicht. Es jetzt kommt die Sonne immer raus, aber vorher war es nicht so geil. Hey, aber keine Hitze ist doch ideal, oder? Ja. Wann kommst du mich wieder besuchen? Ja, jederzeit. Zum Livestream? Ja, genau. Komm, ich zeig dir wieder weiter. Alter, da ist noch einer. Stefan. Kirsti. Servus. YouTube-Kanal heißt? Nee, ich bin nur der Kameramann. Ja, von? Von Let's Bass. Ach so, okay. Gleich Kameramann. Auch ganz wichtig in der deutschen Heimwerker-Szene hier, euer Konstantin. Servus, Kirsti. Da haben wir unseren Taps Workbench. Ah, dich kenne ich, genau. So, denk das ich war's mir. Auch schon. Das war's mit der YouTuber-Dichte. Ebenfalls. Wo ist der Robert? Der ist nicht da. Der hat dir besseres. Robert, sehr wo bist du? Und dein Chef? Dein Vermieter? Langsam. Der Vanni. Ja? Nee. Ah, schade. Da, wo es hinkehört. Schade, da, okay. Das waren alle. Okay. Ein paar andere, die haben nur irgendwas zu tun gehabt. Dann denke ich mir halt, warum braucht man blöde Ausrede? Ja, man braucht eine blöde Ausrede, dann kann man einfach sagen, man hat keinen Bock. Aber du hast noch nicht gesagt, dein YouTube-Kanal heißt? Wikis Welt. Wikis Welt. Ich baue aus einem WG-Zimmer, ich baue alles und aus Sperrmüll. Aber es wird schön. Das finde ich cool. Also nichts neu kaufen, so wie Truppe, alles, sondern... ich versuche alles kostenlos zu kriegen. Also ich bin die nächste Entwicklung vom Schwaben. Das finde ich... günstig wie möglich. Ja, finde ich cool. Also nicht wie Truppe, alles aus Press sparen. Das werde ich nicht sagen. Das werd ich nicht sagen. Trau dich doch. Nein, ich bin ja nächstes Jahr auch wieder eingeladen. Du musst die Frage wiederholen. Warum finde ich den Truppe so scheiße? Ich finde den Truppe so scheiße, weil... Ich muss die Frage wieder aufnehmen. Ich finde den Truppe nicht gut, weil sein Werkzeug zu teuer ist. Das wollen sie doch hören, oder? Das wollen die Leute hören. Na. Habt ihr eigentlich auch einen Shop im Hintergrund oder macht ihr das... Lebt ihr von der YouTube-Werbung? Wie macht ihr das? YouTube. Kein Shop? Nee, ich lebe von den Klicks und der Werbung. Okay, ich auch tatsächlich. Du? Ich betreue Behinderte, das ist nur Hobby bis jetzt. Oh, also ich habe eine richtige Arbeit, Anführungszeichen. Okay. Das ist doch meine Arbeit. Ich bin gerade angesprochen. Okay. Aber YouTube ist auch cool. Und dann lasst euch schmecken. Ja? Dankeschön. Wer ist verantwortlich für den Grill?
der gerade die Zange in der Hand hat. Außen verbrannt und innen noch roh. Nee, jeder macht seinen Krempel selbst. Ah, okay. Quasi Selbstversorger. Genau. Weißt du? Ja, genau. Benni, hast du mal Lust, mir die Werkstatt zu zeigen vom Truppe? Du kennst sie ja bestimmt auswendig. Zeig mir mal seine Werkzeuge. Benni ist ein Riesenfan vom Truppe und er zeigt uns jetzt mal die Werkstatt. Da ist unser ganzer French Cleat waren. Der ganze Werkzeug waren. Wie heißt die French Cleat? Ja, kennst doch. Ja, das ist dieses System, wo man die Sachen so verstellen kann, ne? Da ist noch vom Shop sein Leimroller. Das hier? Ja. Das sieht ja winzig aus. Für 14 Euro. Ach, den kann man kaufen bei ihm. Ja, im Shop halt. Truppe ist käuflich. Ja. Aber ich muss sagen, seine Werkstatt ist schon toll aufgeräumt, ne? Ist dein Zimmer auch immer so sauber wie die Werkstatt hier? Ja. Boah. Schön. Schau mal einfach. Den habe ich schon. Den hast du schon. Ja. Und hast jetzt den zweiten, falls der mal kaputt geht. Ja. Kann ja sein. War eine Limited Edition. Ich finde den im Shop gar nicht. Den gibt's auch nicht mehr. Viel Spaß damit. Bau was hübsch. Ja. Reparieren deine Kosten damit. Ja. Der Truppe ist halt schon ein guter Mensch. Ja. Ja. So, weiter geht's. Ja. Was ist das hier? Kennst du sein Hobel? Eine Hobelmaschine, oder? Ja. Da ist ein eingebauter Motor, der immer zu faul zum Hobeln ist. Okay. Was hat er hier für Maschinen stehen? Drechselmaschine. Okay. Drechsel? Okay. Der Truppe nie Bock. Er hasst Drechsel. Was macht er gerne? Weiß ich nicht. Was ist seine Lieblingsmaschine? Keine Ahnung. Hat er noch nie gesagt. Schraubzwingen zum Saufüttern. Zum Saufüttern? Ja. Da sind Kabel. Schau mal, der Rigotti ist auch drauf. Ja, dein Logo. Das ist auch toll, ne? Selber gebaute Bandsäge. Ja. Sowas ist doch spitze, oder? Ja. Schon mal, er baut schon tolle Sachen, muss man sagen, ne? Aber was ist denn? Meine Mama hat gesagt, es wird zum Fußmassieren sein. Was der Leimzwingen hat, Wahnsinn. 30 Stück bestimmt. Ja, und so gute, gell? Ja. Oh, da brauche ich schon öfters drauf. Zwei Akkuschrauber. Ja. Sowas ist natürlich geile Ausstattung, oder? Ja. Auch Bastler? Ja. Aber kein YouTuber? Doch, auch. Mit welchem YouTube-Kanal? Allgäu Custom. Allgäu Custom. Kommst du woher? Okay. Ich komme aus Bad Börisheim. Ach, auch nicht weit. Ja. Okay. Wie viele Abonnenten? Ich habe gesehen. Fast 10.000. Okay. Worum geht es bei deinem Kanal? Multiplex. Das ist ja mal interessant hier, ne? Das habe ich noch nie gesehen. Kennst du Karl Götz? Nein. Das ist ein Shop, da kannst du das kaufen. Aha. Was mache ich denn damit, wenn ich irgendwas, eine Rundung machen möchte, oder? Was bauen aus Holz, was eine Rinde, was rund sein soll, wie ein Blumentopf. Okay. Hat es der Truppe schon mal verwendet? Ja, das war da aber komplett sauer und hat das ganze Holz zusammengeschlagen. Und lauter kleine Stücke lagen am Boden. Da hat er gemacht, so Dusch. Das macht er ja öfters, ne? Ja, kennst du. Ich denke mir ab und zu, wenn er ausflippt, dann. Ich flippe auch ab und zu richtig aus. Aha. Ja. Bastelst du auch mit Holz? Ja, klar. Was? Alles, was ich gerade brauche, so im Haus oder im Garten. Bandsäge bauen. Nein, aber ich habe eine Bandsäge, die ist ungefähr 100 Jahre alt. Und geht noch. Ach, die läuft. Die läuft noch mal 100 Jahre. Altersdurchschnitt in Bad Wörishofen? Gute Frage, ja. So ungefähr? 60. Ich denke mal 60 oder 50 plus auf jeden Fall. Ja. Ich schätze 75. Okay. Keine nassen Handtücher beim Truppe. Gut. Truppe sorgt für seine Rechte.
Michael lächelt dabei. Der verändert das gar nicht. Schau ihn dir an, der legt vor, hä? Warte, sag aus! Einhändig ohne Abstützen. Aber du hast einen sehr schönen Bein. Der schaut riesig aus. Und es schaut aus wie so eine gesunde Wildnis. Ja, ist auch. Ja. Danke. Meine drei Jahre? So, ja, vier mindestens. Das war einer meiner ersten auch. Ja. Da war ich noch schüchtern. Macht ihr was mit Garten? Wir haben einen Garten. Und was passiert in dem Garten? Also wir haben ein Gewächshaus. Aha. Und wir haben ein Hochbeet. Ah, cool. Ja. Ja. Haben du mal alles, aber es wächst nichts. Doch. Ach komm, ich habe Tomaten gepflanzt. Und im Hochbeet? Erdbeeren. Im Hochbeet habe ich Karotten, Zwiebeln, Erdbeeren, Mais. Das Problem, bei uns ist das Problem, dass du da einmal probieren musst, dann kommen die Schnecken und fressen alles zu. Das stimmt. Dann, letztes Jahr war es so die Hölle. Letztes Jahr war es ganz schlimm. Schlimm. Überall. Aber das waren so kleine. Und danach waren sie groß. Ja. Wahrscheinlich. Aha, der kann's. Ach, doch nicht. So, ich fahre wieder nach Hause, aber vorher noch kleine Insider-Geschichte. Ihr seht, ich bin noch beim Truppe. Hier seine Werkstatt. Jetzt schauen wir doch mal so ein bisschen hinters Gelände beim Truppe. Sein Auto, ja, es ist nicht mehr das neueste. Polo CL. Und hier lagert er so seine, ja, sein alles Bauholz, was er so braucht. Da seht ihr mal, mit was er gerne arbeitet hier. Pressspan, Altholz natürlich. Aus alten Möbeln macht dann immer gerne was. Hier lagert er Glasscheiben, Wellblech, ein Surfboard. Hier noch mehr Holz zum Basteln. Ja, das ist so Truppe, wie ihr ihn nicht kennt. In der Werkstatt ist es ja immer sehr ordentlich, aber hier seht ihr mal, so hinter den Kulissen, es ist doch eine ganz schöne Sauerei. Hallo, hallo. Schön, dass du da warst. Hat mir gefallen, vielen Dank. Ciao, bis bald. Ciao zusammen. Tschö. Ciao. 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 Truppes Lieblingsfarbe außerdem. Zitronengelb. So, kurze Homestory zum Michael Truppe. Er ist schon ein netter Typ. Auch wenn er in den Videos manchmal ganz schöne Ausraster hat. Es war mal wieder Rigotti on Tour. Ich hoffe, euch hat es gefallen, aber bleibt dran, nicht abschalten, es geht noch weiter. Ich wollte euch nur mal einen kurzen Einblick geben, wie es beim Truppe so ist, wenn er einlädt. Es waren ja ein paar nette YouTuber dabei. Manche sind schon gestern angereist und hatten eine Übernachtung hier im schönen Memmingen. Und jetzt geht's weiter in den Rigotti-Garten. Viel Spaß. Und hier wollte ich euch noch mal kurz zeigen, womit wir YouTuber hier ständig zu kämpfen haben. YouTube bekommt es einfach nicht in den Griff, diese Spam-Dinger hier rauszufiltern. Wir müssen die ständig löschen. YouTube ist so empfindlich, was Nacktheit angeht, aber dieses Porno-Zeug hier kriegen sie selber nicht in den Griff. Da sollten sie wirklich mal dran arbeiten. Und jetzt aber weitergucken.